Wir sind heute im kleinen, unscheinbaren Kröpelin, wo demnächst das erste Ostrock-Museum Deutschlands eröffnet wird. Dort haben wir uns mit Thomas Lehner, einem der Kuratoren, getroffen. Er beantwortete unzählige Fragen, um uns einen genauen Einblick in die Welt des Ostrocks zu geben. Zuerst einmal, wie kommt man denn auf die kuriose Idee, solch ein Museum zu gründen? Durch das Event Dorfrock in Schmalenbeck, was sich ja der Ostmusik verschrieben hat, oder der Ostrockmusik, kam die Idee zu diesem Museum. Ostrock ist ja mittlerweile ein gängiges Markenzeichen. Viele Bands, die nach der Wende erstmal nicht mehr gespielt haben, haben dann aber gemerkt, dass dieses Kulturgut doch wichtig ist und dass viele Leute es wieder hören wollen. Aha, ich wusste gar nicht, dass der Ostrock bei den Leuten noch so ein großes Interesse weckt. Was macht das Museum denn so einzigartig? Was ist das Besondere daran? Das Besondere ist natürlich der Reiz, auf wenig Raum möglichst viel zu dieser Thematik Ostrock rüberzubringen. Da geht es ja nicht nur um Musik, Musikinstrumente und um Bands, sondern Ostrock hat ja eine gesamte Generation beschäftigt. So haben wir also mit Hilfe von Studenten auch neue Ideen entwickelt, sodass zum Beispiel auch ein Plattenladen hier mit rein soll, wo auch Ostmusik nur gehört wurde, dass natürlich Instrumente zu sehen sind, viele Informationen über Bands aus der Zeit und alles, was sich so um diese Thematik Ostrock mit der Verbindung der damaligen Zeit verbindet, wie eigentlich dargestellt werden soll. Schaut mal, was wir hier für besondere, teilweise Exponate haben. Das ist zum Beispiel ein Hut hier von Fritz Puppel, das ist der Gitarrist von City, der seit 30 Jahren oder 40 Jahren immer mit einem besonderen Hut auftritt. Und das ist das Original von ihm, von der Bühne. Was haben wir hier noch? Ach, vom Dorfrock, ein Becken der Band Rockhaus. Die waren vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, dort komplett signiert. Solche Sachen zum Beispiel. Aha, der sieht ja ulkig aus. Natürlich neben den optischen Gegebenheiten, wie Instrumente zu betrachten, wie Bilder zu betrachten, Plakate, Technik zu betrachten, gibt es auch die Möglichkeit in jedem Raum über eine PC-Anbindung interaktiv, sag ich mal, Musik zu hören, Videos zu sehen, Informationen zu bekommen zu der gesamten Problematik. Und das wird also schon sehr, sehr interessant sein. Tja, und hier wollen wir versuchen, ein kleines Tonstudio nachzuempfinden, so wie früher aufgenommen wurde. Die meisten Aufnahmen erfolgten in der Regel in Rundfunkstudios und nicht in Plattenstudios, weil es gab ja nur ein Plattenstudio von Amiga damals. Und da wurde im Gegensatz zu heute nicht digital aufgenommen auf CD oder Disc oder Kassetten, sondern auf solchen Bändern. Mann, das klingt ja richtig kompliziert. Wenn ich mir die Technik so ansehe, verwundert es mich, dass man überhaupt damals was Ordentliches aufnehmen konnte. Da bin ich aber froh, dass die Technik heute viel besser ist. Aber was genauer erhofft man sich denn nun von dem Museum für die Zukunft? Punkt 1, wir hoffen natürlich, dass diese Musik, Ostrockmusik, weiterlebt in diesem Museum. Natürlich erhoffen wir uns natürlich auf unsere Stadt einen Zugmagnet, weil ja doch immerhin 17 Millionen Menschen mit dieser Musik aufgewachsen sind. Und was interessant ist, dass eben bei der Dorfrock-Veranstaltung auch junge Leute kommen, die sich auch zunehmend wieder für diese alte Musik aus der DDR interessieren. Also ich glaube schon, dass das eine interessante Sache wird und unsere Stadt beleben wird, aber auch für viele Menschen einen Aha-Effekt wieder bringt, wo man Erinnerungen wiederentdeckt. Die Schallplatte hatte ich auch mal oder das Instrument habe ich mal gespielt. Es war ja immerhin eine lange und prägende Zeit für viele Menschen und das wollen wir einfach wieder in Erinnerung rufen.